Kinder, Mutter Israel! Kinder, Mutter Israel! Lebe Palästina! Und wir entlarven die Machenschaften der Zionisten, gleichzeitig alle anderen Kriegstreiber, allen voran die USA, aber auch die arabischen Marionettenregime. Wer weiß es nicht, dass der zionistische Staat auf Rassismus und Rassentrennung basiert, also ein Apartheidsystem ist und dass die Siedler bewaffnete Besatzergruppen darlegen. Palästinenser mit Millionen von Schiiten in Südlibanon nach Israel, inshallah. Wir zeigen dieser Welt, dass Welt ein Sieg gegen Israel. Das ist euer letzter Tag, inshallah. Wenn nicht besiegen, Gott besiegt euch. Wir glauben an ihn und er wollte euch es zeigen. Die Schiiten im Libanon haben mit Hilfe der Revolutionäre aus dem Iran Widerstandszellen aufgebaut, die sich später zusammenschlossen und den Namen Hisbollah wählten. Sie waren es, die Zionisten, die den Holocaust in erster Linie überhaupt erst möglich gemacht haben. Sie waren es, die für die Bedingungen gesorgt haben, die zu diesem Massenmord geführt haben. Es ist nicht zu begreifen, wie die Stadt Berlin Juden schützen möchte und gleichzeitig erlaubt, dass radikale Islamistinnen, Anhängerinnen der menschenverachtenden Diktatur Irans, inzwischen vereint mit Rechtsextremen durch Berlin marschieren, zum Kampf gegen Israel aufrufen, offenen Judenhass propagieren und den einzigen jüdischen Staat vernichten wollen. Im März dieses Jahres hat Großbritannien nun auch nach den Niederlanden die Hisbollah in ihrer Gesamtheit als Terrororganisation eingestuft. In Deutschland und auch noch in anderen Ländern der Europäischen Union ist bislang nur der militärische Flügel der Hisbollah verboten. Die Aufteilung der Hisbollah in einen militärischen und einen politischen Flügel entspricht jedoch nicht mal ihrem Selbstbild. Deutschland sollte deshalb seine Haltung zur Einstufung der Hisbollah als Terrororganisation in ihrer Gesamtheit erwägen. Eine solche... Thank you.